Hallo Leute, willkommen bei diesem Testvideo. Heute teste ich nachtleuchtende intelligente Superknete von iClay. Von iClay habe ich ja schon mehrere intelligente Knetes getestet. Ja, und das ist jetzt eine nachtleuchtende. Die habe ich mal in einem Müller-Drogeriemarkt gekauft. Okay, gucken wir mal. Okay, ist schön grün. Ich packe sie mal aus. Okay, die ist recht fest, aber die intelligente Knete von iClay ist ja meistens recht fest. Ja, manche von euch sagen jetzt bestimmt wieder, ja, intelligente Knete ist auch kein Slime, die ist immer fest. Ja, ich weiß, aber von anderen Herstellern die intelligente Knete ist weicher als diese hier. Ja, also gut, die ist relativ fest. Und man braucht schon etwas kräftigere Hände, um die überhaupt kneten zu können. Aber so verhält sie sich ganz gut. Und die Farbe ist natürlich schön krass neongrün. Und ich will jetzt natürlich wissen, ob die wirklich nachtleuchtend ist. Dazu leuchte ich die jetzt mal mit UV-Licht an. Das verstärkt nämlich den nachtleuchtenden Effekt. Man könnte diese intelligente Knete auch mit einer ganz normalen Lampe anleuchten, aber dann ist der Effekt nicht so stark wie mit der UV-Lampe. So, und jetzt mache ich mal das Licht aus. Ja, es leuchtet schön. Klappt doch prima. Super. Ja, und jetzt, wo ich es verknete, wird es natürlich schwächer, weil ich jetzt auch Stellen von der Knete hochbringe, die nicht angeleuchtet worden sind. Das hat also gut geklappt mit dem Nachtleuchtend. Insofern würde ich sagen, ja, diese intelligente Knete tut, was sie soll. Ja, und sie gefällt mir ganz gut, bis auf die Tatsache, dass ich sie etwas zu hart finde. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Spielen. Kennst du schon meinen Gaming-Kanal? Dort spiele ich zahlreiche familienfreundliche Spiele, zum Beispiel Sims 4 mit der 100 Baby Challenge. Aber ich spiele auch viele andere Spiele. Hauptsache, sie machen Spaß. Es gibt täglich neue Videos, meistens Let's Play und manchmal Bauvideos, Reviews und Tutorials. Ich freue mich, wenn ihr mal auf meinem Gaming-Kanal vorbeischaut. Oben rechts verlinke ich euch meinen Gaming-Kanal. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.